Kirchenchor, liebe Festgemeinde, liebe Familie Holthaus, Görde, liebe Hagelböck, lieber Pastor Alfred Voss, als Präses des Kirchenchores möchte ich ganz herzlich begrüßen und neben ihm sitzend Graf Merfeld, also nämlich Protektor vom MEV Vorsinn, habe ich mir erzählen lassen. Das ist ein ganz besonderer Titel, ich weiß, eine besondere Funktion. Und da ging es darum, dass jeder eine Sehenswürdigkeit ist. Das war das Motto dieses besonderen Jugendgottesdienstes. Sie ist also, jeder ist eine, oder du bist eine Sehenswürdigkeit made by God. Und der Kaplan Czarnecki aus Wulfen fing an, dass also Sehenswürdigkeiten normalerweise Gebäude sind. Fing an mit Kölner Dom, mit Buckingham Palace, mit dem Pariser Eiffelturm und dann natürlich Schloss Lembeck. Kann man als nächstes alle ein bisschen schmunzeln. Und dann ging es aber darum, dass natürlich kein Gebäude gemeint ist, sondern jeder Einzelne ist eine Sehenswürdigkeit. Und das passt natürlich ganz besonders heute Morgen zu Bernhard Wolthaus, der eine Lembecker Sehenswürdigkeit ist. Ganz, ganz sicher. Kein Gebäude. Aber mit Sicherheit zum festen Inventar der St. Laurentius Pfarrkirche gehört. Gar keine Frage. Und deswegen haben wir ihm auch unter anderem jetzt dieses Geschenk gemacht, erst in der Messe, diese Plakette, diesen Gedenkstein, wo sein Name draufsteht und die Tatsache, dass er 60 Jahre lang Organist und Chorleiter in St. Laurentius Lembeck ist, steht alles schriftlich da drauf. Und hier steht übrigens hinter mir Orgel Bennert, der Originalname, Lembecker Rechtschreibung. Ich habe mich gleich Freitag gewundert, als wir das aufgehängt haben. Es fehlt das R, aber das Lembecker kann ohnehin kein R aussprechen. Das N einfach Doppel Bennert. So, okay. Orgel Bennert, so kennt ihn jeder. Oder auch als Krampen Bennert natürlich auch. Wolthaus kennt kaum jemand, aber ist nicht der offizielle Name. Gut. Jeder kennt Orgel Bennert. 60 Jahre lang. Ich darf es mal ein bisschen verbinden mit meinem persönlichen Leben. Und zwar, ich bin 1950 geboren, das heißt zwei Jahre bevor Bennert geboren wurde. Das heißt, bei der Taufe hat er noch nicht mitgespielt. Aber alle anderen Feste, die ich in der St. Laurentius Kirche alleine oder dann später mit meiner Frau und Kindern gefeiert habe, hat Orgel Bennert garantiert mit Orgel begleitet. Das heißt schon die Kommunion 1958, dann die Firmung war wahrscheinlich, also nicht mal ganz genau, wahrscheinlich 1962, 63. Dann die Hochzeit bei Pastor Webler, Pastor Bonse, Pastor Bonse, das war 1975, dann im Jahr 2000 eben Silberhochzeit, auch Orgel Bennert, und jetzt haben wir noch Glück, haben in drei Jahren noch ein 40-Jähriges, wenn Bennert dann noch spielt, dann kann er zum 40-Jährigen spielen. Weiter will ich erstmal nicht gehen, was danach noch kommt. Ja, ein bisschen lieber Zeit. Bernhard, liebe Festgäste, das ist der Tag des Herrn, so haben wir gerade gesungen. Das ist aber heute nicht nur der Tag des Herrn, sondern wieder mal dein Tag, Bernhard. Nach der ganzen Feierei im vergangenen Jahr, letztes Jahr wurdest du 80 Jahre alt und du warst Jubiläumsschützenkönig, bist du in diesem Jahr wieder mal an der Reihe und das mit zwei Jubiläen gleichzeitig. Seit 60 Jahren bist du jetzt Dirigent des Kirchenchores und Organist unserer Kirchengemeinde. Das ist ein Jubiläum, was es wohl äußerst selten gibt, und wir sind froh, dass wir dieses Ereignis hier mit dir feiern können. 1931 geboren, entdecktest du schon früh deine musikalische Begabung. So lerntest du schon, während du den elterlichen Hof bewirtschaftet hast, dein musikalisches Talent einzusetzen. Viele unter uns, ich gehöre selbst leider nicht dazu, erinnern sich sicher noch, wie du mit dem Pferdegespann durchs Dorf fuhrst und dabei immer ein Lied auf den Lippen hattest. Mit 21 Jahren, im Jahre 1952, hast du dann das Organistenamt der Kirchengemeinde Lembeck und somit auch das Dirigentenamt des Kirchenchores übernommen. Dabei hattest du es nicht immer leicht, als Grünschnabel unter den gestandenen Sängern dich durchzusetzen. Doch durch deine fachliche Kompetenz ist es dir schnell gelungen, dir die nötige Akzeptanz zu verschaffen. Unzählige Messen, Prozessionen und andere kirchliche Ereignisse, aber auch viele Kirchen- und Weihnachtskonzerte sind von dir als musikalischem Leiter unter Mitwirkung des Kirchenchores gestaltet worden. Ein großes Anliegen ist dir der traditionelle Kirchengesang, aber ebenso bist du für neue und moderne Kompositionen stets aufgeschlossen. Wie sagst du doch immer so schön, man lernt nie aus.
Für 25 Jahre Dirigent und Organist der Gemeinde Lembeck erhieltest du 1977 schon die Gregorius-Medaille, die höchste Auszeichnung des Diözesan-Sizilien-Verbandes Münster. Deine Breitenarbeit in der musikalischen Erziehung und deine Hilfsbereitschaft auch für minder bemittelte Personen brachten dir 2002 den Bürgerpreis des Kreises Recklinghausen ein, der für außerordentliche ehrenamtliche Tätigkeiten verliehen wird. Die Musik ist die Sprache der Leidenschaft. Dieses Zitat von Richard Wagner beschreibt, glaube ich, ziemlich genau deinen Bezug zu Musik. Man spürt deutlich, dass du für die Musik lebst und ihre Sprache verstehst. Du bist nach wie vor bei jeder Probe mit Begeisterung in deinem Element und wir Sänger können uns von deinem Elan eine Scheibe abschneiden. Für all deine Mühen und Verdienste für den Kirchenchor möchte ich mich auch im Namen meiner Sangesbrüder bei dir herzlich bedanken. Nach dem kleinen gesundheitlichen Nackenschlag im vergangenen Jahr sind wir sehr froh, dass du wieder zu deiner alten Form gefunden hast und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. Musik.